Große Menschen sind von Anfang an besonders. Oder jedenfalls wird es so erzählt. Für mich beginnt auch der Lebensweg Jesu nicht mit dem erwachsenen Jesus, sondern schon mit seiner Geburt. Hört, was ich, Lukas, von der Geburt Jesu weiß und für die Bibel aufgeschrieben habe. Vor mehr als 2000 Jahren hat Kaiser Augustus gelebt. Der Kaiser hatte ein großes Reich. Er brauchte Geld und wollte deshalb wissen, wie viele Menschen leben in meinem Reich. Deshalb hat der Kaiser befohlen, alle Menschen in dem Reich sollen gezählt werden. Alle Menschen sollen in die Stadt gehen, in der sie geboren wurden, und sich in eine Steuerliste eintragen. Josef wurde in der Stadt Bethlehem geboren. Er gehörte zu der Familie von König David. Der Schreiner Josef hat mit seiner Frau Maria in der Stadt Nazareth gelebt. Josef gehorchte dem Befehl und ging deshalb mit seiner Maria nach Bethlehem. Maria war hochschwanger mit ihrem ersten Kind. Das heißt, sie hat gemerkt, das Baby kommt bald auf die Welt. Maria und Josef zogen mit einem Esel nach Bethlehem. Es war Abend geworden und sie haben deshalb in Bethlehem einen Ort zum Übernachten gesucht. In Bethlehem waren viele Menschen. Maria und Josef haben nur einen Platz in einem Stall gefunden. In dem Stall hat Maria dann ihr Baby bekommen. Das Baby war ein Junge. Maria hat dem Baby Windeln angezogen. Danach hat Maria das Baby in eine Krippe gelegt. Denn in einem Stall gibt es kein Bett. Aus einer Krippe fressen Schafe ihr Heu. Heu ist weich. Die Geschichte geht aber noch weiter. Ich habe gehört, in der Nähe von dem Stall sind Hirten gewesen. Sie haben in der Nacht die Schafe gehütet. Plötzlich ist es sehr hell geworden. Ein Engel ist gekommen. Die Hirten hatten große Angst vor dem Engel. Der Engel hat zu den Hirten gesagt, ihr müsst keine Angst haben. Ich habe eine gute Nachricht für euch, Menschen. Heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist der Heiland. Der Heiland ist Christus. Das ist der Sohn von Gott. Mit Christus beginnt eine neue Zeit des Friedens. Der Engel hat den Hirten erklärt, wie sie Christus erkennen. Das Baby liegt in einer Krippe im Stall. Das Baby trägt Windeln. Viele Engel sind gekommen und haben Gott gelobt. Die Engel haben gesagt, es soll Frieden auf Erden sein. Die Hirten sind mit ihren Schafen nach Bethlehem in den Stall gegangen. Dort haben sie in einer Krippe das Christuskind mit den Windeln gesehen. Die Hirten haben das Erlebte vielen Menschen erzählt. Und sie haben sich bei Gott für das Christuskind bedankt. Warum feiern die Christinnen und Christen also Weihnachten? Die Menschen feiern eine besonders gute Nachricht, die Geburt von Christus und den Beginn einer neuen Zeit.